Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von WWE Supercard. Natürlich das gewohnte kleine Donnerstag-Update. Vorneweg natürlich, wie war eure Last Man Standing? Bei mir könnt ihr euch denken, dass das nichts geworden ist. Aber habt ihr euch Finn Bella geholt? Den gab es ja, eine Runde Last Man Standing, ist allerdings ein Casher-Event. Gerne mal reinschreiben, ob ihr euch Finn Bella gegönnt habt. Ansonsten sehen wir hier schon die Road to Glory mit Randy Orton. Ich habe aus Versehen draufgeklickt, habe sofort wieder weggeklickt. Also ich weiß nur, dass Jeff Hardy, ich glaube, auf Katastrophe dabei ist. Ansonsten habe ich mir noch nicht angeguckt, welche Karten drin sind. Und zu guter Letzt, wie gewohnt, die Mittwochsbelohnung am Donnerstag. Ist ja fast schon Tradition. Ich würde sagen, wir werfen erstmal einen Blick auf Road to Glory. Da sollte, wenn es denn lädt... Genau, Jeff Hardy auftauchen, das ist das Bild, was ich gesehen habe. Nichts Besonderes, ja, Jeff Hardy auf Katastrophe. SummerSlam 18 ist dann Liv Morgan, SummerSlam 18, SummerSlam 19 natürlich. Dann haben wir Albtraum Shinsuke Nakamura, ist ganz nett. Lince Dorado auf ursprünglich. Vorreiter ist Shayna Baszler. Ruby Riott, oh, da sehen wir einige Diven, ne? Das ist gut. Zwei Diven in Folge kann bestimmt der ein oder andere noch gebrauchen. Ruby Riott auf Royal Rumble. Angelo Dawkins auf WrestleMania. Und dann haben wir Jey Uso. Ist kein Pro für mich schon mal. Aber die Undercard haben wir ja noch. Vielleicht wäre sie was. Cesaro, bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn nicht. Cesaro also die Undercard. Ist keine schlechte Karte. Ich mag Cesaro, von daher... ziemlich nice. Und natürlich Randy Orton als Eventkarte. Cooles Bild übrigens. Cooles Bild von Randy Orton, gefällt mir gut. Finde auch gut, dass Randy Orton hier die Eventkarte ist. Absolut verdient, ist der einzige bei WWE, der irgendwas ausstrahlt. Ansonsten, warum nicht Retribution? Das wäre doch witzig gewesen. Irgendjemanden davon. Ich kann mir die Namen sowieso nicht merken. Wir wissen mittlerweile alle, wer das ist, aber... die heißen ja jetzt komischerweise ganz anders. Völlig bescheuert, das Stable. Aber darum soll es nicht gehen. Das war's mit Road to Glory. Interessante Karten auf jeden Fall. Dass Steven mit dabei sind, kann für den einen oder anderen, der das Free-to-Play spielt und vielleicht noch nicht so lange spielt, interessant sein. Für mich ist das eher jetzt nicht so mega interessant. Wir können ja mal kurz gucken, ob da ein Pro bei ist. Ich glaube nämlich nicht. Meine WrestleMania-Karten sind sehr... Ach, WrestleMania sag ich schon, meine SummerSlam-Karten sind sehr überschaubar, was das angeht. Und einen Uso habe ich auch noch nicht. Ich habe wirklich gar keinen Uso, okay. Nee, dann ist es kein Pro dabei, von daher für mich uninteressant, aber gerne reinschreiben, ob ihr vielleicht sogar die Undercard gebrauchen könnt mit Cesaro, das wäre ja nicht übel. Und wir werden jetzt ein paar Sachen hier öffnen. Erstmal holen wir uns die Credits ab. Immer reinspaziert. So, das ist natürlich eher uninteressant, aber ich habe es ja gerade eben erst gemacht, direkt um 9 wieder, damit ihr auch pünktlich morgen das Video bekommt. William Regal kann ich nicht gebrauchen, wird wegtrainiert, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr zum Wegtrainieren. Ah, da ist sogar eine Elemental-Karte drin, okay, dann habe ich nicht so viele Hoffnungen. Dass da irgendwas krasses im milden Mittwoch, der milde Mittwoch ist doch mal was. Wenn es nichts wird, ist es der milde Mittwoch. Wenn es was wird, der wilde Mittwoch. Wir öffnen das Ganze in 3, 2, 1, Feuer, frei. Und es ist so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Schade, hätten wir da nicht keine Elemental-Karte drin gehabt zum Hochtrainieren. Vielleicht, aber das ist natürlich Aberglaube, ne? Ist natürlich Quatsch. Aber es wäre mir lieber gewesen, es wäre da keine drin gewesen. Undertaker ist auf jeden Fall eine coole Karte. Samoa Joe, der 8. mittlerweile oder keine Ahnung, auf jeden Fall schon sehr oft. Und Bobby Lashley für die Tonne. So muss das aussehen bei einem milden Mittwoch. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Ein kleines Update. Viele Folgen Supercard werden ja nicht mehr kommen. Wir bewegen uns mittlerweile schon auf den Oktober zu. Das heißt... Mitte, Ende November wird wahrscheinlich die nächste Season kommen und dann wird dieses Projekt hier ja enden. Ja, da ist schon ein bisschen Wehmut mit dabei, muss ich sagen. Aber noch ist es nicht so weit. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Glück bei Road to Glory. Gerne in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Und ja, rin gehauen, bis zum nächsten Mal.